Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Laws. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, nennen wir es mal so. Ich werde euch einfach random mitnehmen. Noch habe ich nicht etwas ganz Spezielles geplant. Ich möchte aber direkt heute mit einem Mini-Gina-Trikot-Haul starten. Da habe ich nämlich einen Rabattcode, weil es ab jetzt, heute, 48 Stunden gültig ist. Also falls ihr was bei Gina-Trikot schön findet, ihr habt die Möglichkeit mit meinem Code HIJAB20 20% auf alles zu sparen. Ich zeige euch die Teile, die ich mitgenommen habe, und starten möchte ich direkt mit meinem Oberteil, mit dem Pulli. Schaut euch diese Farbe an, der ist einfach, die Farbe ist einfach super süß, macht direkt gute Laune. Ich liebe Gelb fast in allen Tönen, aber irgendwie Pastellgelb hat was anderes, wisst ihr? Also ich finde es super schön. Ich habe meinen Pulli in der Größe M mitgenommen. Dann habe ich auch noch eine Tasche, das ist die One Size. Also ich kann mir das jetzt schon super schön mit Mantel vorstellen, aber auch mit Trenchcoat. Also man kann sie so Crossbody tragen oder hier einfach so an den Griff hier so tragen. Ich mag die Farbe extrem, Leute, aber auch die Größe. Also das ist nicht zu klein, sodass da nichts reinpasst. Da passt wirklich richtig viel rein. Also auch einer meiner Lieblingsteile, die ich euch zeigen wollte. Dann habe ich mir auch eine Lederjacke ausgesucht. Meine Lederjacken passen mir mittlerweile nicht mehr. Die ist auch so schön kurz und so eine Bikerjacke. Ich habe die extra die Größe M ausgesucht, damit die schön oversized sitzt. Bei mir ist das immer das Problem, dass die Ärmel dann etwas zu kurz, zu lang sind. Deswegen muss ich die krempeln, aber ich mag den Look auch so. Also hier einfach mal super schön. Ich kann mir direkt tausende coole Outfits mit Röcken zum Beispiel, mit Naxi-Kleidern vorstellen. Ich liebe dann Cropped Lederjacken anzuziehen. Wie gesagt, da habe ich die Größe M. Ich werde euch alle Teile in der Infobox verlinken. Das kennt ihr ja eh schon. Dann habe ich ein Teil gefunden, was ich schon lange suche. Und ich wusste nicht, ob ich die Größe M mitnehmen soll oder Größe S. Deswegen habe ich beide Größen mitgenommen, weil ich das nicht dem Zufall überlassen konnte. Ich wollte es nämlich unbedingt haben. Erstmal schaut euch mal bitte unseren Stoff an. Super schön cozy. Und es ist eine Jacke oder ein Blazermantel, aber in diesem tollen Stoff. Also es ist für mich eher so Blazerjacke. Und ja, ich liebe es. Und ich liebe eh aktuell komplett beige mich zu kleiden oder komplett weiß. Ich liebe die Kombination aus verschiedenen Beige-Tönen. Und ja, da kann ich mir direkt vorstellen, richtig komplett alles beige und dann hier das hier dazu. Aber es wird auch mit Jeanshosen sehr schön aussehen. Und welche Größe es am Ende geworden ist, könnt ihr in der Infobox mal lesen. Da werde ich es einfach reinstellen. Dann habe ich auch noch zwei super basic Teile ausgesucht. Ich liebe solche Teile. Und zwar einmal wieder ein Maxi-Kleid. Aber hier so ein Spaghetti-Träger-Maxi-Kleid. Ich liebe darunter wirklich Streifen Oberteile anzuziehen. Ich habe euch ja bei meinem letzten Gina-Trikot auch einen Streifen-Body gezeigt, Body gezeigt. Und den finde ich super, super, super gut von der Qualität. Und das werde ich einfach darunter anziehen. Ich mag das sehr. Und ich muss sagen, es ist dieses Mal nicht figurbetont, aber auch nicht oversized. Einfach sehr schön und hat einen mini kleinen Schlitz. Stört mich nicht, weil ich das ja eh mit Boots kombinieren möchte. Das finde ich nämlich sehr schön. Dann zu dem letzten Teil. Das können wir mal direkt hier auspacken. Wow, was für ein... Wow, ist das Leinstoff? Es fühlt sich super schön an. Also ich habe dann auch noch eine Bluse in Weiß mitgenommen. Die könnte ich zum Beispiel auch mit meinem Pulli kombinieren. Dann könnte ich meinen Pulli auch nicht unbedingt mit einem Rock, sondern auch mit Hosen kombinieren. Einfach eine etwas tolle, einfach eine Midi-Länge an einer Bluse liebe ich, die man einfach super, es ist einfach basic, ihr wisst. Man kann es so tragen, man kann es tragen, damit man die Pullis und Oberteile etwas länger hat. Man kann es schick anziehen. Also ich muss, glaube ich, euch nicht erklären, was man mit einer Midi-langen Bluse machen kann. Einfach ganz viel. Ich finde den Stoff auch sehr, sehr gut, Leute. Es ist, glaube ich, ein Leinenstoff. Nicht genau. Lass uns mal schauen. Dazu würde ich wirklich gerne mehr wissen. Es fühlt sich nämlich richtig gut an. Ach, das ist 100% Cotton. 100%. Wow. Baumwolle. Super. Es fühlt sich auch richtig gut an. Ja.
Das waren die Teile, die ich euch zeigen wollte. Und Leute, vergisst nicht, 20% mit Hijab 20 zu sparen, falls ihr einen Teil nachshoppen wollt oder an sich etwas von dem Online-Shop kaufen wollt. Auf alles habt ihr 20%, bis auf Sale und bis auf diese Jeans, aber sonst auf alles. Morgen bin ich in Köln bei meiner Schwester und ich nehme euch mit. Wir sehen uns einfach morgen. Yeah. Hallo! Emmet, Hallin. Möchtest du einmal Hallo sagen? Hi, ich bin hier in Köln und habe eine richtig große Secondhand-Halle gefunden. Mal schauen, die heißt Emmaus Secondhand-Halle. Ich werde dir euch alles hier in der Infobox verlinken. Wir suchen gerade einen Parkplatz und werden reingehen und ich nehme euch heute mit. Also das sieht echt groß aus. Okay, eine riesige Halle, Leute, mit unter... Genau, die wurden jeweils hier untergliedert und Kleidung hat man hier. Also ich sehe aber gerade, was mich ein bisschen verärgert, keine Preise. Also da stehen nirgendwo Preise. Man weiß nicht, wie viel ein Teil kostet. Ich glaube, man müsste immer nachfragen. Hier sind wir in der Möbelabteilung. Tische. Couchtische und ganz viel Sessel, Sofa, alles könnt ihr hier gerade sehen. Und ein Junge, der super müde ist. Machst du ein Video? Ja, ich mache ein Video. Also die schönsten Teile sind schon weg, habe ich das Gefühl. Stellt euch mal vor, die schwarze Fläche so in einem Pastellgrünton zum Beispiel. Super schön. Also davon haben die 6 Stück und Dessert. Also bei solchen gestapelten Sachen muss man wirklich suchen, weil so sieht man, erkennt man nicht viel. Und meine Schwester hat schon richtig viel gefunden hier unten. Wir wissen aber nicht, wie viel das kostet. Mal gucken. Zum Beispiel da drüben steht ein Preis. Das alles ist 50 Cent, aber was das alles hier kostet, wissen wir nicht. Ich habe jetzt auch schon mal was mitgenommen. Bei einigen Sachen weiß ich einfach nicht, was das ist. Aber ihr wisst, ich liebe Holz. Alles. Auch hier stehen keine Preise. Nur für Centpreise würde ich das mitnehmen. Ist das nicht schön? Das ist süß, aber ich finde Berchi auch sehr süß. Aber Berchi sieht für mich so dreckig aus und Marika ist irgendwie sauberer. Ja? Also wir haben hier auch einen Bereich für E-Geräte. Der hat was, oder? Leider ist der hier kaputt. Für die Arbeit finde ich schön, also die Farbe. 2 Stück. Also hier findet ihr aber auch nagelneue IKEA. Zum Beispiel Bester Schränke. Was hast du denn gefunden? Oh, ein Buch. Was ist das? Kennst du das? Car, Stimme. Guck mal, die Kinder sind glücklich. Jede Menge Secondhand-Bücher. Schaut mal, eine ganze Bibliothek. Wirklich eine ganze Bibliothek. Auch hier alles kategorisiert. Das ist meine Abteilung. Das ist dann die Kinderbücher, wo meine Schwester gerade ist. Biografie, Romane. Okay, das ist wirklich hier gerade definitiv eine Bücherei. Also Tabaluga ist meine Zeit, Leute. Meine Kindheit. Wer kennt Tabaluga? Damals D-Mark 12,95 €. Ja, D-Mark-Zeiten waren meine Zeiten. Der beste Papa der Welt.
Ach, süß. Ein Puppenhaus. Und für die Kids, also ihr merkt, für die Kinder hat man hier wirklich alles. Zum Beispiel der hier ist super süß, der hier. Ah, ganz old school. Das finde ich süß. Oder nein, das finde ich sogar noch schöner. Etagenbett. Das sieht wirklich fast wie selbstgemacht aus. Die kann man auch einzeln benutzen. Okay, hier werde ich ein bisschen Zeit brauchen. Komplett. Bilder, Bilderrahmen. Gizmobel, hast du das dir angeschaut? Teilweise sogar noch verpackt. What are we doing? Bist du Welt sagt? Zähle wir, ne? Was hast du gefunden? Ich habe den Weihnachtsmann gefunden. Ah, der Weihnachtsmann versteckt sich hier. Freunde veräppelt. Und dann habe ich hier so einen Bilderrahmen gefunden. Aber irgendwie ist der mir schon zu sehr demoliert. Aber irgendwie auch hübsch für 1 Euro. Das ist das, was mir nicht gefällt. Spiele. Ein Puzzleteil? Oh, schade. Das gehört bestimmt einem von denen hier. Ah, das ist was Rundes. Bakalım neymiş bu? Sence bu neyin olabilir? Böyle yuvarlak bir tane şey olması gerekiyor. Das ist ein Memory. Das ist Memory. Das stimmt. Das ist Memory. Das ist das nicht. Du hast recht. Naja, ich tue das dahin. Ja, aber das musst du abnehmen, damit ich dich verstehen kann. Gemeine These, immer. Wow, was ist das da? Wow. Was steht da? Hans und Margot. Schade, sonst richtig cool. Was ist das? Ein riesen Bilderrahmen. Also die Kinder haben hier, glaube ich, mehr Spaß als wir Erwachsene. Komm, weiter. Also die Halle endet nicht, Leute. Die ist riesig immer noch. Und ja, ich habe nicht so viel gefunden, aber wir gehen mal weiter. Eine Lehrertasche. Oder nicht? Aber leider schon richtig demoliert. Hier, da. Aber sieht sehr robust aus. Also hätte ich Platz, würde ich den 100% mitnehmen, Leute. Stellt euch mal den schön geschliffen vor und einen schönen neuen Lack. Eine andere Farbe. Inline-Skater. Und auch Kopfschutzhelm. Ganz viel. Dann haben wir auch noch Stehlampen hier, jede Menge, und Tischlampen. Also wenn ich was jetzt gesucht hätte oder gebraucht hätte, würde ich jetzt detaillierter und besser schauen. Aber hier, da steht auch, dass alle Lampen getestet wurden.
also funktionieren. Okay, jetzt sind wir bei der Abteilung Kleidung und wir starten mal mit den Taschen. Oh. Also Schuhe ab 5 Euro. Hamster! Mhm. Mhm, zwei Teile. Das sind alles hier zwei Teile. Das ist jetzt die Abteilung Antik. Also gruselige Porzellanpuppen. Piraten. Du bist eine Katze? Mach mal Miau. Ja. Such dir ein Karnevalkostüm, dann kommt hier einmal rein. Schaut mal, alles Karnevalkostüme. Und dann hier passend dazu auch ganz viel Zubehör. Also ich finde diesen Holzrahmen sehr schön und das hier auch. Also ich habe hoffentlich euch einen Einblick geben können in die riesige Halle hier. Also wir haben heute, also ich habe heute für meinen Teil nicht so viel gefunden, aber ich bin bei so einem Secondhand Laden oder bei so einer Halle muss man immer wieder reinschauen und nach Schätzen suchen. Schubsen, Puppen, wie nennt man das denn? Kasperle Theater oder so. Naja, für die Kinder gibt es ganz viel. Meine Schwester hat mehr mitgenommen als ich, weil die Kinder auch so viel mehr gefunden haben. Ich gehe jetzt. Also ganz tolle Preise. Das alles hat für meine Schwester nur 7 Euro gekostet. Mal gucken, wie viel ich jetzt zahlen werde. Ich habe für 9 Teile 5 Euro bezahlt. Top. Ich weiß aber gar nicht, wie viel der einzeln alles gekostet hat. Die hat einfach nur sich das angeschaut und ja, 5 Euro verlangt. Ein Rossmann-Haul, Mädels. Ich mache das mal ganz spontan hier mit meinem Handy. Ich hoffe, die Qualität passt.
und ich zeige euch nur die Teile. Die Preise habe ich euch alle schon in meinem Rossmann Live genannt und gezeigt. Falls ihr meinen Rossmann Live noch nicht gesehen habt, hier verlinke ich es. Und im Schnelldurchlauf, damit ich die Tüte endlich mal einräumen kann. Ich hasse es, wenn die Tüte dort so steht und wartet, dass ich es abfilme. Naja, jetzt filmen wir ab und ich zeige euch, was ich mitgenommen habe. Hier so eine Bürste für Bereiche, die man sonst so mit der bloßen Hand nicht abschrubben kann. Ich habe ganz viel für die Katzen mitgenommen, die haben aber jetzt schon gegessen, deswegen muss ich aufpassen, dass sie es nicht mitbekommen. Bagheera schaut schon. Einmal hier diese Cat Sticks Fanta. Hört ihr ihn? Fanta gelb oder her? Er will raus. Aber naja, unsere Nachbarin hat eine Katzenallergie und hat Angst vor Katzen. Deswegen können wir den nicht immer wieder rauslassen. Nur wenn sie nicht da ist, mache ich das. Naja, Katzensticks, die habe ich euch aber gezeigt. Also Leckereien für die Katzen. Snacks sozusagen. Dann habe ich ja auch ein paar Snacks für mich mitgenommen. Dann können wir den mal gleich zusammen testen. Himbeere. Dann Beerenmix und Erdbeeren. Die sind alle gefriergetrocknet und in Scheiben ohne Zuckerzusatz. Welches sollen wir testen? Boah, voll lecker. Also Himbeere finde ich zu schade jetzt zu öffnen. Wir testen einfach mal den Beerenmix. Der ist so unspektakulär. Die anderen möchte ich genießen. Also sieht so aus. Richtig gut, oder? Ups. Oh mein Gott. Boah, Banane. Ich liebe eh getrocknete Bananen. Aber man merkt, dass da kein Zuckerzusatz ist. Nämlich fast gar nicht süß. Also Blaubeeren oder Himbeeren, Heidelbeeren, egal wie ihr sie nennt. Schmecken fast gar nicht süß. Boah, der war so schön eckschig, sauer. Wow. Bagheera, gerçekten bu senin değil. Yalla. Dinkelherzchen. Ich dachte mir vielleicht auf einen Kaffee, Eiskaffee, einfach als Topping. Vielleicht, weil es einfach schön aussieht. Ich zeige euch alles, was ich jetzt zum Naschen mitgenommen habe. Raffaello Kokos Mandelcreme Schokolade. Ferrero Rocher auch als Tafelschokolade. Dann habe ich frische Pastellen mitgenommen. Mango und Limette. Wieder was für die Katzen. Chai Latte mitgenommen. Die sind wirklich echt, echt gut, Leute. Wäre es nicht so spät, hätte ich... Das riecht schon so gut. Wäre es nicht so spät, hätte ich jetzt eins schon getrunken. Aber so spät, was so Süßes, habe ich keine Lust. Und ja, ich hätte auch noch ganz viel Putzzeug mitgenommen. Habe ich aber euch direkt vor Ort gezeigt, was ich mitgenommen habe. Weil ich ja an dem Tag Großputz in der Küche gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt alles ausgepackt und schon eingeräumt. Aber eher uninteressant. Das fand ich richtig cool, Leute. Kabelsammler in weiß. Passt einfach. Wisst ihr, so unspektakulär kann man gut an der Seite verstecken. Ich denke, ich werde davon noch eins mitnehmen. Einmal für mein Schlafzimmer, einmal hier an dem Bereich, also Essbereich und hier drüben brauche ich auch nämlich sowas. Ich glaube, zwei weitere werde ich mir davon besorgen. Die kann man auch, wenn man kein Weiß möchte, einfach in der Lieblingsfarbe bestreichen. Aber bei mir passt Weiß einfach in jedem Zimmer. Dann habe ich Anti-Juck-Shampoo, das ist mein Lieblingsshampoo. Oder Anti-Haarausfall gibt es auch. Mundspülung. Dann habe ich hier auch noch diese eine Pfanne mitgenommen. Leute, ich bereue es irgendwie doch schon, die ganzen Yoga-Materialien nicht mitgenommen zu haben. Aber naja, ich habe bei Zoom jetzt neue bestellt. Die zeige ich euch beim nächsten Zoom-Haul. Also neue Yoga-Teile, Matten zum Beispiel, aber die finde ich auch schön. Blöd war, dass man die aber nicht in die Spülmaschine reinstecken konnte. Ich werde es trotzdem machen. Deswegen habe ich die große Version erstmal gelassen. Dann habe ich noch nur diesen Lippenstift mitgenommen. Aber Leute, ich habe gerade einen Lippenstift drauf, welches ich auch neu von DM mitgenommen habe. Ich sehe heute kaputt aus. Wir haben fast 9 Uhr, 21 Uhr. Ich habe ein Video gedreht, bearbeitet, hochgeladen, heute gearbeitet und Tests kontrolliert. Und
bin mega müde. Ich habe wie immer nur 4,5 Stunden geschlafen und das hat mir jetzt nicht ausgereicht.